Herzlich willkommen zum Video. Ich heiße Felix und in diesem Video möchte ich euch ein kleines Update-Video geben, was meine Staking- bzw. meine Mining-Projekte angeht. Und zwar möchte ich euch heute mal ein Update geben zu Projekten, die ich eben auch schon auf meinem Kanal vorgestellt habe. Und zwar wollen wir einmal auf RubyMine eingehen, auf Cooked Rice. Die Videos waren jeweils vor 5 Tagen bzw. vor 6 Tagen. Und auf das gestrige Projekt, den Wizardly Chronos Miner, wie sich das Ganze eben entwickelt hat. Starten tun wir mit Cooked Rice. Und zwar, Cooked Rice ist bei mir, läuft sehr gut tatsächlich. Die Balance ist jetzt aktuell am Sinken tatsächlich. Wir waren schon mal über 3800 AWAX. Wir hatten gestern tatsächlich ein AMA, also ein Ask Me Anything. Da war ich auch dabei für eine Stunde. Hat für mich einen als sehr, sehr souveränen, sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Die Devs stehen voll hinter dem Projekt und sagen auch ganz klar, diese Projekte wachsen nur, wenn neue Leute dazukommen und wenn Werbung für diese Projekte gemacht wird. Ich bin in dieses Projekt investiert. Ich kann euch ganz klar zeigen, diese Projekte zahlen aus. Ihr seht hier, ich habe gestern erst compounded, habe jetzt wieder 1,94 AWAX und Rewards. Diese Projekte zahlen aus, die sind legit, die funktionieren. Ich will es euch nur bewusst machen, meine aktuelle Rice-Statistik ist bei über 10.000 mittlerweile. Und wie gesagt, die Contract Balance ist gerade am runtergehen. Ich verstehe nicht, warum. Meines Erachtens ist das mit RubyMine, das ich euch gleich noch zeigen würde, das beste Projekt auf der AWAX-Chain. Also ich sehe hier keinen Grund, warum die Leute hier nicht investieren sollten. Die DeFi ist sogar wesentlich geringer als bei RubyMine, bei 3%, exakt die gleichen Daten, exakt der gleiche Code wie bei Baked Beans. Also wenn ihr hier noch nicht investiert seid und Interesse daran habt, in hier ein souveränes AWAX-Projekt einzusteigen, Cooked Rice ist auf jeden Fall eins dafür. Links für die ganzen Projekte, die ich euch hier vorstelle, sind natürlich unten in der Videobeschreibung. Also checkt das gerne aus. Wie gesagt, alles unten drinnen. Dann wollen wir weitermachen mit RubyMine. Hier sind meine aktuellen Rubies bei 22 bzw. bei 2206. Die haben das auch angepasst. Jetzt wundert euch nicht, wenn ihr das erste Video gesehen habt. Die haben das um 2 Nullen quasi hinten erweitert. Ich hatte am Anfang 16 Rubies, wäre jetzt dann theoretisch 22. So sind es halt 2200. Hier ebenfalls gerade 1,8 AWAX in Rewards. Hier ist, glaube ich, heute Cash-Out Day. Deswegen werde ich die heute collecten. In dem Fall bei Cooked Rice wird heute nochmal gerecord. Und da ist morgen dann Auszahltag. Also wie gesagt, geht dem System nach, bleibt dem System treu und dann funktionieren diese Projekte auch, wenn sich da jeder dran hält. Ihr werdet eh bestraft vom Code, wenn ihr hier anfangt, jeden Tag auszuzahlen. Ihr verdient weniger Rewards, also folgt dem System. Das ist das Einfachste, was ihr hier machen könnt in dem Fall. RubyMine, by the way, geht total viral. Also hier steigt der Contract von Minute zu Minute tatsächlich an. Wir haben mit 17.557, jetzt habe ich es mal aktualisiert, mal schauen. Okay, jetzt ist er tatsächlich gerade runtergegangen, vielleicht schlechtes Beispiel. Aber auf jeden Fall, dieses Projekt geht sehr viral, tatsächlich auf YouTube, überall. Sie haben jetzt hier unten sogar schon Werbebanner eingeblendet, die quasi noch zusätzlich Einnahmen bringen sollen, die dann wiederum in den Contract fließen. Also hier werden Mittel und Wege eingeleitet, um eben das ganze Projekt langfristig zu erhalten, was ich sehr gerne sehe. Jetzt wollen wir uns nochmal kurz Wizardly anschauen, zu dem ich gestern ein Video gemacht habe. Dafür muss ich jetzt ganz kurz die Chain wechseln. Und wenn wir uns dann hier einmal connecten, dann sehen wir auch schon, was hier rausgekommen ist. Wie gesagt, ich habe gestern 100 Crow-Token hier investiert, habe dafür 680 Zauberer gekriegt. Meine Runes sind mittlerweile auf 69 Millionen angewachsen und ich habe jetzt hier schon Rewards von 170 Crow, heißt, ich bin schon lange über Break-Even, ich habe mein Kapital quasi schon fast verdoppelt. Und das meine ich mit früh dran sein. Wenn ihr früh dran seid, dann kriegt ihr auch für eine relativ kleine Einzahlungsmenge eine relativ große Summe an Minern bzw. Zauberern in diesem Fall, die euch dann eben die Rewards hier generieren. Ich werde diese Rewards dann heute Abend compounden bzw. meine Zeit ist jetzt gerade 9.15 Uhr morgens. Deswegen, ich mache das immer zu der Zeit, an der die Transaktionsgebühren am niedrigsten sind. Das ist bei mir hier in den USA so circa gegen 19, 20 Uhr. Ich habe euch das im gestrigen Video schon erwähnt. Das müsste in Deutschland circa so ja 5 bis 6 Uhr morgens sein. Da ist auf jeden Fall für mich am billigsten auf allen Chains. Deswegen compound ich alle Projekte immer um diese Uhrzeit. Habe da auch genau meinen Plan, wie ich das mache. Falls das jemand interessiert, kann ich euch das gerne mal zeigen. Ihr seht, die Userzahlen sind hier sogar schon auf 1500 angewachsen. Keinesfalls zu spät hier einzusteigen. Contract Balance hat schon fast 1 Million Crow erreicht. Also falls ihr hier eure Crow staken wollt,
dieses Projekt ist noch ganz frisch, wenn das Video rauskommt, gerade mal einen Tag alt, beziehungsweise einen Tag und ein paar Stunden, nur 5% Fees und bis zu 8% täglichem Return. Links, wie gesagt, alle unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen habt, gerne damit in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wenn ich öfter solche Updates-Videos drehen soll, dann lasst es mich gerne wissen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder.